Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ja, wir haben jetzt schon extrem lange kein 7 Days to Die mehr gespielt zusammen. Tatsächlich hatte ich auch einfach nicht die Zeit dafür. Ihr wisst es selber, allein die ganzen DayZ-Videos. Hatte auch nicht mehr allzu viel Lust auf 7 Days to Die. Würde es aber nach wie vor fortsetzen, da die ersten zwei Folgen sind jetzt extrem lang her. Aber ich werde schauen, dass ich auch 7 Days to Die regelmäßig bringe. Mit regelmäßig meine ich vielleicht halt so, ja, wenn es klappt, ein bis zweimal die Woche. Und DayZ, ja, wie ihr es schon mitbekommen habt, jeden Tag, aber dann halt nur 15 Minuten. Aber ja, mal sehen. Könnte ich rein theoretisch sogar auch bei 7 Days to Die machen. Dass ich sozusagen jeden Tag ein Video hochlade davon. Das war's. Also es würde halt aber auch nur 15 Minuten laufen. Aber das könnt ihr gerne entscheiden, wenn es euch denn so gefallen würde. Ja. Die Folge wird auf jeden Fall auch eine nicht zu lange Folge. Wir müssen jetzt eh noch kurz warten, bis es Tag wird. Dann können wir auch angreifen und mal schauen, wo wir denn unser Haus bauen. Beziehungsweise, ob wir irgendwo hier vielleicht ein Haus nehmen. Eigentlich könnten wir hier das Gelbe gleich nehmen. Eigentlich ganz cool, finde ich. Müssten wir halt mal säubern. Von wo kommen die Steps? So. Da hinten ist noch einer. Der hat mich gesehen, oder? Ach ja, ich liebe den Vorschlaghammer. Der ist einfach geil. Aber würde es hier so viel Sinn machen? Hä, ist da hinten Schnee? Sieht tatsächlich so aus, als wäre da hinten Schnee. Was haben wir denn überhaupt jetzt hier gerade gefunden? Die Kunst des Bergbaus. Oh, sehr schön. Fallen zur Schädlingsbekämpfung. Verbessert die Fertigkeit zum Fertigen von Fallen. Auch sehr wichtig. Okay, ja, an sich ist das Haus ganz cool, weil hier könnte man halt wirklich eine Garage halt bauen für die Fahrzeuge. Jetzt eh gleich Tag und dann, ja. Hey, Kollege! Nein, ich hab daneben gehauen. So, okay. Ich schau mir jetzt mal kurz das Haus an. Hä, Tür verschlossen. Ach, das ist ein Kleiderschrank, oder was? Die Garage... Die Garage wäre an sich eigentlich groß genug. Hinten ist auch extrem viel Platz, also könnte man halt... Warte mal. Was war denn nochmal reparieren? Das war auf A. Oh, oben rechts steht sogar die Schwierigkeit von dem Haus. Eigentlich würde ich ja schon gerne Bude haben. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Oh, das ist ein Schrank. Ja, ich schaue da jetzt mal ganz kurz rein, was da drin ist.
Eigentlich so schlimm schaut es hier gar nicht aus. Ist ja denn irgendwas außer das Bücherregal? Drei Bücher. Das ist einfach nur ein Schuppen. Hallo? Wo kommst denn du her? Immer hier auf Fallen aufpassen. Ey, das ist jetzt voll meine Bude. Du springst hier nicht auf den Möbeln rum. Haben wir uns verstanden? Bist du tot? Ja, bist du. Boah, aber da muss man echt extrem viel umbauen. Beziehungsweise abbauen. Ich hab Angst, dass da irgendwo Minen drin liegen. Oh mein Gott, sind das alles... Das sind alles Bücherregale. Oh nee, okay, doch nicht. Das sind wieder Fallen. Das ist irgendwas anderes. Das ist... okay. Und wo kommt der? Schauen wir mal da oben, was es hier so gibt. Lass mal noch schnell nach. Dann haben wir noch mal unsere Ruhe. Kollege. Okay, da sind wir hier wieder in der Garage. Ich weiß noch nicht. Ja, an sich. Ja. Es gibt definitiv bessere Gebäude. Oh, ich glaube, draußen ist eine Zombie-Horde. Kann das sein? Die ganzen guten Sachen. Warte mal. Ich geh mal eben kurz. Hä? Und da bin ich reingekommen. Ich hör doch noch. Boah, Alter, hat die Puppe mich jetzt erschrocken. Hier, du. Du bist hier noch auf dem Sack. Der glückliche Sammler. Auch ein sehr gutes Buch. Medical. Selbstgebaute Schrotflinte Level 3. Ich bin halt schon wieder komplett voll. Aber wir können hier eine Mod reinpacken, dann können wir auf jeden Fall mehr Sachen mitnehmen. Irgendwie gefällt mir das noch nicht, das Haus. Ja, ich weiß, oben waren noch ein paar Sachen zum Looten. Aber die kann ich auch von anders mal holen. Ich glaube, ich möchte lieber irgendein Haus, das halt wirklich so total am Rand steht. Also nicht so in der Stadt, sondern einfach wirklich hier irgendwo in der Pampa. Wir können ja mal dahinter laufen, wo ich die Quest machen muss. Vielleicht haben wir irgendwo da hinten ein Häuschen. Wo ist... Ah, hier. Ja, ich bin halt komplett voll. Nehmen wir mal noch hier was zum Essen mit. Habe ich nichts mehr zum Trinken? Oder sehe ich es gerade nicht? Ich
trübes Wasser haben wir hier. Anscheinend habe ich noch gar kein Lagerfeuer hier. Machen wir mal Brennstoff. Ach, scheiße, ich brauche ja für Wasser, brauche ich einen scheiß Kochtopf. Kann ja mal gucken, ob vielleicht der Trader Joe einen Kochtopf für mich hat. Das wäre noch ganz nice. Oh, sind die ganzen Sachen hier jetzt wieder da oder wie? Ich habe die doch eigentlich schon gelootet gehabt. Leer, leer, leer. Leer. Dann schauen wir halt mal. Oh, die Autos kann ich auch noch mal schnell durchsuchen. Du hast Hunger. Du kriegst jetzt nichts. Speak quickly. So, darf ich mal dein Inventar sehen? Ich brauche. Weiß ich noch nicht. Warte mal. Bräuchte ja eigentlich bloß so ein Kochtopf. Sehr schön. War jetzt echt teuer, aber egal. Kochgrill hätte er auch, aber. If there's nothing else, you best be on your way. Kann ich auch noch was looten? Das hat eben kurz mein Hund Moment mal, ich muss mal ganz kurz cutten. So Leute, ich bin wieder da. Wir wollten ja mal ganz kurz gucken, ob ich hier nochmal irgendwie looten kann. Aber hier schaut nicht danach aus. Okay. Wir haben ja jetzt einen Topf. Wir können jetzt uns erstmal das geile Wasser abkochen. Schau mal da noch jetzt ins Auto rein. Okay, da ist Klebeband. Das kann man auch immer sehr gut gebrauchen. So, dann kochen wir eben schnell Wasser ab. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zum Trinken. Ja, mit dem Essen wird es halt problematisch. So wie halt immer am Anfang. So, dann haben wir hier einmal den Kochtopf. Und dann kochen wir mal 18 Wasser ab. Boah, das dauert ja extrem lange. Ah, wir haben 9 Eier. Wir hätten 36 Fleisch. Haben wir sonst irgendwas Essbares? Heidelbeersamen. Wie schaut's mit dem Kürbis aus? Oh wow. Jetzt einfach und fertig. Da haben wir auch noch zweimal was zum Essen. Das können wir eigentlich alles weglegen, beziehungsweise den Schmarrn brauchen wir nicht. Goldrutenpflanze. Boah, dann könnten wir uns eigentlich den Tee machen. Yucca-Samen könnten wir definitiv brauchen. Die Kartoffeln. Baumwolle brauche ich nicht. Das verrottende Fleisch ist tatsächlich sogar nützlich. Oh, wir könnten uns sogar 4 Stück machen, aber. Oh, können wir nicht. Oh, wir haben aber noch einen Punkt zum Verteilen. Boah, ich glaube, da gehe ich tatsächlich nochmal auf Stärke und dann nochmal auf Schädelbrecher. Mal ein Wasser mit. Na, verkohltes Wildbret. Ja. Nee, wir haben ja noch ein bisschen was zu essen. Den können wir auch noch nicht machen. Okay. Ja, dann schauen wir mal hinter zu unserer Mission. Gucken mal, ob vielleicht dort irgendwo ein geiles Häuschen steht, wo wir nehmen könnten. Da hinten würde ein Haus stehen.
Aber eigentlich möchte ich... Ja, hier eigentlich sowas. Oh, eigentlich wäre ich... Das ist, glaube ich, perfekt sogar. Weil ich habe auf jeden Fall vor, einen Graben zu bauen. Komplett außenrum dann mit Blades. Oh ja, ich glaube, das Haus nehme ich sogar. Keller wäre tatsächlich sogar auch da. Looten wir mal. Okay. Ich glaube, ich gehe mal da rein. Oh, wir haben immer noch Hunger. Sehen. Wo ist denn der? Da unterm Baum, glaube ich. Ja, nehmen wir jetzt erstmal hier die ganze Scheiße. Den habe ich auch nicht gesehen. Hier geht's hoch, oder? Nee, ah, runter. Das geht hier gar nicht hoch. Ah, schade, zerstörte Werkbank. Wäre super gewesen. Wenn es eine ganze Werkbank gewesen wäre. Laden wir mal unser Gewehr durch. Was, ich bin immer noch hungrig. Nice. Blauer Beutel. Sehr schön. Da ist noch einer. Nee, okay, es war noch nicht der letzte. Dann ist irgendwo da hinten noch einer. Nee, hier ist keiner mehr. Zwölf Meter oben, hä? Oh, geht's doch noch weiter hoch? Aber wo? Hä, wo geht's denn hier hoch? Oh. Hey, Kollegen. Hey, ich hab doch nachgeladen, das Drecksding, ey. Oh, das dauert so lange, ey. Okay, jetzt haben wir es aber geklärt. Dann schauen wir mal, was in der Holztruhe ist. Kann man auch alles gebrauchen. Und Bücherversandkiste immer optimal. Und da haben wir Vollstrecker und Medical Journal. Benutzen, benutzen. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt haben wir 5 von 75. Dadurch lernen wir dann neue Sachen. Wo ist es denn? Hier, oder? Ja. Nee, das sind die anderen Bücher. Hier, da sind wir richtig. Wir sind jetzt bei 5 von 75. Ah, hier Fahrzeuge. Oh, stimmt. Wir können ja schon ein Fahrrad bauen. Was haben wir denn hier freigeschalten? Verbände. Okay, alles klar. Da können wir das schon bauen. Schauen wir bloß jetzt ganz kurz durch, was wir denn so alles schon bauen können. Da könnten wir noch keine Schmiede bauen, aber ein Pausammler, Wasserfilter. Ja, müsste man mal gucken, wie man oder wo man den Wasserfilter herbekommt. Schauen wir mal kurz in den Rucksack rein. Ja, siehst du, da ist auch noch was drin. Ich glaube, das Haus werde ich sogar nehmen als Base. Das war jetzt nicht das größte Haus, aber
Ganz ehrlich, ich glaube, das reicht vollkommen aus für den Anfang. Haben wir noch was in der Werkbank? 3 Klebeband, auch immer ganz gut. Okay. Also das merken wir uns mit dem Haus hier. Mach ich mal ganz kurz. Hier machen wir unser Home. Da sehe ich überall Zombies. Ja, komm. Den ist jetzt geschissen. Aber hier, den Baumstumpf nehme ich definitiv mit. Vielleicht haben wir Glück und finden Honig. Nein, haben wir nicht. Oh, der hat gesessen. Wir haben auch schon wieder ein halbes Level. Wenn wir jetzt noch beim Händler die Quests abgeben, dann sollten wir eigentlich schon wieder fast ein ganzes Level haben. Was ist denn da hinten für ein Haus? Oh. Aber ich glaube, das ist viel zu groß. Oder nehmen wir das als unser Zuhause? Ich überlege es mir noch. Das überlege ich mir noch. Größte Herausforderung in diesem Spiel, einfach essen und trinken. Ich hab noch genug Platz. And so. You are. Oh, Zeitschriftenpaket. Handwerksfertigkeiten. Nimm die vergrabenen Vorräte. Let's get down to work then. Wie viel Jethaus habe ich? 1600. Ich schau mal eben kurz, ob der vielleicht doch noch irgendwas hat, was ich brauchen könnte. Generator. Ne, rüstungstechnisch. Oh, eine Glücksbrille. Auch ganz nice. Hier wäre ein Wasserfilter, aber boah, 2250 einer. Eisen, Militärstoff. Selbstgebautes Gewehr, 2000. Ja, die selbstgebauten Waffen sind halt jetzt auch nicht die geilsten. Alrighty then, on your way. Alter, hast du mir gerade ins Ohr geschrien. Okay, Leute, ich glaube, in der nächsten Folge würde ich tatsächlich entweder wir machen das dann gemeinsam und räumen dann die ganzen Sachen von hier. Oh, das schaut ja richtig cool aus mittlerweile. Oh, geil. Also entweder mache ich das offscreen, dass ich sozusagen die ganzen Sachen rüberräume in das andere Haus. Oder wir machen das dann zusammen im Video. Aber das werde ich dann spontan entscheiden. Oh, hier habe ich auch noch was. Okay. Okay, ich habe schon das Teil. Was ist, wenn ich es zerlege? Stofffetzen, aber 33. Ja, komm, zerlege ich mal. Dann kann ich das eigentlich auch zerlegen. Da bekomme ich ein Leder bloß. Okay.
Was habe ich denn überhaupt? Ah, okay. Ich habe den beschwerten Kopfmod. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's dann hiermit für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren und liken nicht vergessen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge von 7 Days to Die. Ciao.